Warum ich Palutiner bin, diese Frage habe ich mir auch des Öfteren gestellt. Als ich 9 Jahre alt war, begegnete ich einem Palutiner, der mit unserer Familie verwandt war, und der hat mich sehr beeindruckt. Er hat mich eingeladen, dass ich ein Gymnasium besuche, das von den Palutinern geleitet wird, und so bin ich auf diese Spur gekommen. Ich habe 4 Jahre hier in Fallendar Philosophie und Theologie studiert und danach bin ich nach Würzburg gegangen, um mich in Moraltheologie zu qualifizieren, und nach der Promotion bin ich dann wieder hier nach Fallendar gekommen. Ja, ich bin Palutiner und dieses Wort geht auf den Stifter dieser Gemeinschaft zurück, Vinzenz Palotti. Er spürte ganz genau, dass die Kleriker, ob Papst, Bischöfe oder Priester, nicht mehr diese Wehrkraft haben, die sie sich immer erwarten. Gott geht es um die Menschen. Davon ist Pater Niederschlag überzeugt. Das prägt sein Handeln seit Jahrzehnten. Mit Klugheit und Fröhlichkeit verschenkt er seine Kraft, zu lehren, zuzuhören, da zu sein. Das Kloster der Palutiner in Fallendar ist zugleich die theologisch-philosophische Hochschule, der er lange und wegweisend vorstand. Also dieser Vinzenz Palotti war so begeistert, dass er an einen Gott glauben konnte, der uns nachgeht. Der will nicht, dass es uns auf Dauer schlecht geht. Der sagt, das muss in alle Welt hinaus. Und jeder sollte da seine Aufgabe übernehmen, dass andere Menschen für Gott wiederum begeistert werden. Und dazu muss man natürlich befähigt werden. Und eine der Möglichkeiten, Frauen und Männer zu befähigen, das zu verstehen und zu leben, was Jesus eigentlich wollte, dafür ist die Hochschule da. Und hier studieren Männer, Frauen, Junge, Alte, Evangelische, Katholische, natürlich vorwiegend die Katholischen. Aber es ist ein, insofern auch ein buntes Leben, weil das hier nicht nur ein Lehrinstitut ist oder Lerninstitut, sondern auch eine Lebensgemeinschaft. Wir Dozenten sind sehr eng bei den Studenten und Studentinnen. Man kann uns auf dem Weg fragen, wir sind in einem ständigen Dialog, sodass auf diese Weise auch immer wieder eine Begegnung in Augenhöhe geschieht. Neben der theologischen Fakultät bietet die Hochschule auch eine pflegewissenschaftliche Fakultät. Damit war sie die erste bundesweit. Auch das gehört zum Geist der Palutiner. Sie sehen ihre Aufgabe auch darin, Menschen zu befähigen. Um dies leisten zu können, studieren die Patres in ihrem eigenen Fachgebiet ein Leben lang. Dabei ist vieles so, wie man es sich im Kloster vorstellt. Dicke Bücher, die das Wissen von Generationen in sich tragen. Aber die Zeit bleibt nicht vor den Klostermauern stehen. Die Brüder treffen sich zu Gebetszeiten, tauschen sich aber auch per E-Mail aus. Wenn sein iPhone klingelt, sind es oft Menschen, die seinen Rat suchen. Wege ändern sich, Bedürfnisse bleiben. Niederschlag hat sich der Ethik verschrieben, hat dazu auch vielfältige Veröffentlichungen herausgebracht. Er leitet das Ethikinstitut, das viele Themen aufgreift und auch Vorschläge im Umgang mit zum Beispiel Patienten erarbeitet. Die Ruhe finden die Brüder immer wieder im Gebet. Wer hier einige Zeit verbringt, spürt eine Ruhe in sich aufsteigen, die wohltut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir alle wünschen doch, möge das Leben gelingen. Bei mir haben sich inzwischen
drei Wege ergeben. Einmal denke ich mir, in der Hektik, in dem Wirbel der Termine, brauchen wir unbedingt Zeiten der Besinnung. Wir müssen wieder lernen, still zu werden, ganz ruhig zu werden. Und ich merke, wenn ich diese tiefe innere Ruhe in mir spüre und gehe dann nach einigen Minuten wieder an meinen Arbeitsplatz, dann hat sich innerlich was geordnet. Also so, als es ist so, dass wir immer wieder diese Zeiten der inneren Klärung brauchen, dass wir auch wieder spürfähig werden, was ist wirklich wichtig und was kann ich getrost liegen lassen. Und das Zweite ist, dass ich auch das angehe, was ich als Verpflichtung für mich empfinde. Es gibt so vieles, was man so vor sich herschiebt, wo man nicht dran möchte und dergleichen. Und diese Belastungen ruhig zu lassen, also die wirklich anzugehen. Und wir haben ein weites Feld, was wir gar nicht ändern können. Aber es gibt immer schmale Bereiche, wo wir durchaus was ändern können und die dann beherzt anpacken. Und das Dritte ist natürlich, sich einüben in das Loslassen. Wir leben, das Lebensrad dreht sich, wie mir scheint, immer schneller, je älter wir werden. Und wir müssen irgendwann zu einem inneren Einverständnis in unsere eigene Endlichkeit kommen. Das Leben nimmt mal ein Ende. Und dann wirklich loszulassen und sich zu fragen, wie wünschst du auf dem Sterbebett gelebt zu haben? Und hier kommt mir eine Formel immer wieder in den Sinn, die ich sozusagen als Gipfel einer gelungenen Lebensbewältigung ansehe, überhaupt eines gelungenen Lebens. Das ist die heitere Gelassenheit. Dieses Lassen können und dabei erspüren und erfahren, ja, es durchströmt mich eine Freude, eine Heiterkeit, die er auch ausstrahlen kann. Das ist so das, was ich im Laufe der Jahre immer wieder, immer dichter empfunden habe und was ich mir selber auch ersehne, so zu leben.